Wir arbeiten an den Bewegungsreaktionen von Mikroalgen, versuchen zu verstehen, wie das mechanistisch funktioniert, wie die ihre optimalen Lichtbedingungen finden. Wir versuchen, diese beteiligten Proteine molekular zu verstehen und sie für optogenetische Anwendungen nutzbar zu machen. Licht ist ein wunderbares Medium, um auf allen Längen und Zeitskalen natürliche Prozesse zu untersuchen, aber auch Phänomene, die sich in Molekülen abspielen, zu analysieren. Die Optogenetik hat noch sehr viele Perspektiven und ich denke, wir können noch sehr viel dazu beitragen, kombinierte optogenetische Systeme zu entwickeln, die für die Neurowissenschaften von Bedeutung sein können.